Hallo, Jungs, und willkommen zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Der Ida mit ZD und ich, wir sind Start in Folge 100, schon in Folge 87 oder heute 88 hier runtergegangen, weil wir ihn zufällig gefunden haben in die Höhle der Drachen oder die Schlucht der Drachen, besser gesagt, mit Lava hier in der Mitte. Wir haben Eisdrachen schon besiegt, wir haben alles mögliche an irgendwelchen Dinos gehabt. Izzy frisst die ganze Zeit, um sich wieder auch hochzuholen, der hat nämlich ein bisschen wenig Leben gehabt. Ihr seht hier unten... Ich bin jetzt wieder bei 7500 so langsam. Das ist ein richtig krasses Gebiet, auch wenn hier gerade nichts ist, weil wir gerade alles noch getötet haben am Ende der letzten Folge. Aber hier können wir vielleicht jetzt schon ein Ei bekommen, um unseren eigenen Drachen aufzuziehen. Und es ist gleichzeitig auch eine Höhle, wo wir irgendwie auch ein Artefakt bekommen können. Es ist hier mega viel Metall, was wir uns nicht holen können, weil von uns beiden die Spitzhacke kaputt ist. Richtig traurig. Aber ich habe ganz viele Spitzhacken im Rex. Aber keine Metallspitzhacken, oder? Nee, aber brauchen wir eigentlich noch nicht zwangsläufig. Ja, ne? Aber dann gibt es auch nicht so viel. Ich habe auch solche. Die sind aber alle nur Damage 100. Also alles keine so guten. Ich meine, ich kann auch mal gerade mal eine nehmen, so ist nicht. Ich habe wieder 40 Pfeile auch im Inventar. Ich habe mittlerweile auch über 1200 oder knapp 1200 Chitin. Ja, wir haben Chitin, haben wir richtig gut gefarmt. Wir haben hier 200 Chitin und Keratin müssen wir ja auch noch irgendwie ein bisschen was haben, aber wenn nicht. Ja, Keratin sind auch nochmal 325. Also da gab schon einiges, was wir farmen konnten und das ist so ein krasses Gebiet. Ich schau mal, das scheint echt ein bisschen Metall zu sein. Nee, Schwefel ist hier, Schwefel. Ah! Ja, Schwefel. Boah, voll gut. Schwefel kriegt man da. Weil mit Schwefel macht man, war das nicht Treibstoff? Kann sein, ich weiß es gar nicht, müssen wir mal gucken, wie man Schwefel macht. Ja, Öl, Schwefel und Kaktussaft, damit macht man Treibstoff. Ah, und wie haben wir denn sonst immer Schwefel geholt? Gar nicht bis jetzt. Wir hatten bis jetzt noch keinen Schwefel, soweit ich weiß. Ah, da haben wir immer anders Treibstoff gemacht, ne? Mit Öl und Heiz. Wir haben immer nur Benzin gemacht anstatt Treibstoff. Ah, okay. Wir haben noch nie Treibstoff gehabt. Hier ist auf jeden Fall die Brücke rüber. Und ich glaube, wir müssen nicht nach da hinten, oder? Oder müssen wir da geradeaus? Müssen wir geradeaus oder müssen wir hier zurück? Also nach rechts geht's auf jeden Fall in die Höhle. Okay, aber irgendwas war hier also auch. Hier war auch was. Hier ist auch eine Höhle. Lass hier einmal rein. Hier sind auf jeden Fall Dinos. Ja, ja. Okay. Ich weiß nicht, wie tief die geht. Hä? Oh, die sieht klein aus. Eine kleine Höhli. Das ist wahrscheinlich schon wieder alles, ne? Das ist wahrscheinlich wieder einfach hier so ein... Oder? Kann sein. Ja, das war's schon wieder. Ah, ne. Oh, lol. Was ist denn das für ein Gang? Wer hat denn hier lang gebohrt? Du musst dich kurz vorlassen. Damit wir wieder... jetzt wie hell wir einfach sind. Ja, eben. Ich hab nicht mal hochgestellt, das Licht. Ja, auch nicht. Ist einfach übelst hell. Also wir. Normal. Oh, als hätten wir keine Decke über dem Kopf. Wir haben auch ein Haussymbol gerade kurz gehabt, jetzt nicht mehr. Wie klein wir auch sind, ne? Guckt euch mal an, Leute, wie klein der Izzy da neben mir ist. In seinem lila Gewändchen. Das sieht nur mein Kopf so richtig. Stamina. Stamina, Mamina. Ich hol mir Schwefeli, Mefeli. Hier vorne? Nee, hier geht's raus. Das ist ein anderer Eingang, Izzy. Ja, ja, es war schon klar. Das ist wieder so eine typische... Muss nicht sein. Nee, ist ein anderer Bereich. Nee, ist ein anderer Bereich. Okay. Oh, lol. Wir sind hier oben drüber jetzt nämlich. Okay, bleib mal lieber hier, Keuschen, nicht, dass er runterfällt. Wir sind oben drüber, wo wir gerade waren. Da ist die Brücke, über die wir rübergegangen sind, oder? Doch, ja. Sind wir so weit hochgegangen? Ja, also ich habe auch nicht gemerkt, dass wir so hochgegangen sind. Aber sind wir. Und es geht noch höher. Oh, jetzt hänge ich in Keuschi drin. Nervig. T-Rex mit zu zweit ist immer ein bisschen... Ich hol Keuschi. Es geht hier noch höher. Voll krass. Wahrscheinlich ist das da oben der offizielle Eingang sozusagen. Ich glaube nur, dass es unten eigentlich viel interessanter ist. Aber wer weiß, die Drachen fliegen ja auch hoch. Ja, also ich würde zumindest mal auschecken. Ne? Wir können ja immer noch von oben runterspringen dann. Oh Gott. Nee, es geht noch weiter einfach. Voll komisch, wie der Boden aussieht. Ne? Warum ist das so komplett flach? Jo, Alter, guck dir mal an, wo wir hier so längs gehen, Mann. Alter. Da unten ist auf jeden Fall der Eingang, wo wir, glaube ich, hin müssen. Ja, die stimmt. Höhle ist da unten, ja. Ja, das ist der Ausgang hier, das ist der Ausgang, du hast recht gehabt. Tada! Dann können wir noch mal kurz zum Selbstvertrauen, können wir noch einmal hier ein bisschen was töten einfach. Ist da bei mir? Moin, ich bin da. Na ja.
Zack, da rauf da. Wollen wir noch mal ein bisschen Stress? Wir müssen uns noch mal ein bisschen Mut antrainieren. Indem wir noch mal hier zeigen, Jutiranos mit Level 130 war null Probleme. Hier ist ja auch wieder Crystal. Hier ist ja überall Crystal. Ja, ja, gut. Im Schneebiom sind die auch, ist es ja auch öfter, ne? Ja. Aber ich hasse es, wenn die da in mir drin rumstecken, ne? Kriegst du den irgendwie? Ja, ja. Das ist echt. Dafür ist man echt nicht wendig genug. Zack. Jetzt haben wir ihn. Das war's. Da vorne sind aber auch wieder Eisdrachen. Da auch, da links. Oh, hier sind mehrere Eisdrachen. Stimmt. Also vielleicht sind da auch irgendwo Eier. Ja, ja, hier sind die Eisdrachen, ne? Da, es sind richtig viele sind hier. Ich brauch Stamina. Okay, ich warte. Absteigen dafür. Stamina, Stamina. Ja, das sieht man ja bei mir gar nicht, aber ich stehe. Das sind auf jeden Fall... Jetzt nicht essen, ich muss zielen. Stamina, Stamina. Bam! 500 Schaden. Hast du den abgeknallt? Ja, einfach abgeknallt. Das abgeknallt? Hatte nicht so sehr gejuckt, muss ich aber ganz ehrlich sagen. Oder kommt. Okay, kommt. Angriff für sie! Jo! Das sind alles aber immer noch Eiswürfer, ne? Wir haben auch Feuerwürfern, glaube ich, gesehen, oder? Oder haben die einfach nur gebrannt? Der wurde einfach nur angezündet, oder? Der hat sich selber angezündet, glaube ich. Zack! Boah, der ist aber ein höheres Level. Ja, der hält mehr aus, aber der ist auch rot. Aber es ist immer das Problem, wenn man nicht zu denen rankommt. Und wir werden immer eingefroren. Oben rechts seht ihr das Eingefroren-Symbol. Da kommt der nächste. Jupp. Yep. Oh oh. Aber wir haben ein gut Leben noch. Wir halten zusammen. Wir bleiben zusammen. Ihr drückt uns niemals. Also auch du hast ja Nerven, Alter. In dem Fight noch rechts klicken und chillen. Ja, die sind beide, haben die schon rote Striemen. Ich bin auch volles Leben. Aus? Ja, voll. Das ist doch volles. Ich hab immer noch 11.000 irgendwas. Ja, ist ja okay, ihr könnt uns ruhig einfrieren, das ist entspannt, es ist eh viel zu warm. Ich dachte immer, dass diese Weavern so mega krank gut sind, aber gegen unsere Rex haben wir ja null Chance. Zwei auf einmal und die fliegen immer weg, aber wir haben brutal viel Leben, wir machen brutal Schaden. Und wir müssen einfach nur stehen bleiben. Ja. Und die rackern sich da einen ab. So, wer hat wem jetzt hier eine Abkühlung bereitet? Eisweaver, ich glaub's ja nicht. Wyver oder Wyver ist nicht, glaube ich, ne? Wyver! Das sind die Wi-Fi-Leute hier. Alter, ich habe einfach 2 oder 3 Level-Ups bekommen. Krank. Also mein Rex. Und ja. Ich habe auch noch mal 2 Level-Ups, die ich noch gar nicht geupgradet habe. Ich bin Level 77. Nice one. Ich bin, glaube ich, auch 77. Oder was bin ich? Ja, 77. Nice, Alter. Wir brauchen nicht mehr lange bis Level 80. Boah, wie hoch die fliegen. Aber guck, das gehört alles noch dazu, weil eigentlich diese Höhle ist unter uns jetzt. Ja. Ist die Frage, aber ich weiß halt nicht. Ja, ja. Wir sind wahrscheinlich nur in der Höhle, ne? Ja, ja, ich glaube, wir müssen da runter. Da oben fliegt auch noch einer, richtig episch am Himmel. Ich sehe ihn gar nicht. Da ganz am allerhöchsten Punkt hier mitten. Ah, ja, ja, oh, ich sehe ihn. Ja, da oben ist er. Auch wieder so ein Eis. Ja, und der Eis, ist Eis, Level. Oh, der ist zu weit weg. Ich habe ihn genau im Visier und ich sehe ihn trotzdem nicht. Der ist so hoch. Was? Ich hab den genau im Visier. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ja, vor allem, ich glaube, wir sollten hier zurück und runterspringen. Also, warum willst du wirklich runterspringen? Ja, ja. Ich habe ein bisschen Angst vor der Lava. Also, ich weiß nicht, ob ich das riskieren würde. Ja, oder wir gehen auf diese Brücke zurück und wenigstens springen von da. Erstmal auf die Brücke, ja. Ja, wenn von der Brücke springen. Gerade wieder attackiert? Nee, der macht einfach nur so einen krassen Schatten da oben. Nee, hier attackiert nichts. Ich habe relativ volles Inventar langsam auch. Ja, stimmt, aber da kann man ja viel runter rauswerfen einfach, ne? Könntest du alleine ein bisschen Fleisch raushauen, was nicht raus, und Pelz brauchen wir auch nicht. Oh, also hier runterspringen ist schon ordentlich, ey. Boah. Ich bin ganz ehrlich, ich trau mich nicht. Hey, ich guck's mir mal an, ich glaube, ich trau mich schon. Da kannst du den langen Weg zurückgehen, Izzy. Es ist einfach nur ein langer Weg. Ja, ist ja kein Problem. Also, als ob wir nicht hier runterspringen können. Dumm, die dumm, die dumm. Ich habe gesehen, was auch nur 10 Meter, nicht mal, für ein Volldamage machen bei einem Rex, ist ultra krass. Wirklich, ich dachte so, ja, okay, hier kann ich runterlaufen, das macht ja kein Damage. 3, 2, 1! Oh mein Gott! Wenn er jetzt stirbt, wenn er jetzt stirbt. Ist alles gut gegangen. Aber auch easy, oder? Ja, ja, aber easy, ich hatte höchste Sorge, dass ich sterbe.
Ich kann ein bisschen Holzkohle nochmal mitfahren hier. Das ist echt geil, dass ihr so viel Holzkohle hier bekommt. Bin auch am Start. Naja, du kommst von da hinten. Hallo, ich bin auch gesprungen. Hä, du bist von der zweiten Brücke bist gesprungen, ne? Nein. Doch. Ich hab mich auch getraut. Hier ist auch voll viel Obsidian, ne? Ja. Gott, geh nicht ins Feuer, Alter. Naja, es ist mal, ne? Aber ich bin froh, dass der Izzy jetzt mal wieder Leben hat, weil er hat die ganze Zeit immer mit Stroten geschrien, war Billy Girl immer. Jetzt ist mal wieder voll hier. Voll noch lange nicht. Bin bei 8000 von 11000. Oh Gott, Izzy, guck dir an, was kommt. Was? Oha! Ich habe noch keinen Stamina, aber geht da nicht einfach alleine rein? Oha! Ich glaube, das wird jetzt richtig heiß. Wir sind mal wieder bestens vorbereitet, ne? Guck dir das mal an hier. Du hast ja gar nicht den Skorpion gesehen. Oh ne, hab ich gar echt nicht gesehen. Da kommt noch mehr hier von der Seite, da. Ach du Scheiße. Ich habe gar nichts gesehen, ich muss das mal ein bisschen heller machen. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal die Anzeige von den Sternen zumindest so leicht. Okay. Oh, wir kommen ja mit den Rexen gar nicht rein, oder? Oder wir hängen wieder ineinander. Also wir hängen auf jeden Fall ineinander, aber ich meine, nee, es geht wie rein. Soll es jetzt weitergehen? Meinst du, wir kommen hier wieder raus? Ich weiß nicht. Ja, wir versuchen es rechts lang. Rechts lang aber. Rechts lang ist mehr Platz. Ja, ja. Kommen wir da auch wieder hoch? Könnten wir uns zur Not. Da sind richtig viele Dinos direkt, ne? Also irgendwelche Spinnen und so. Ja, das sind alles diese Mantis wieder. Das sind Mantis? Ach, das sind Mantis? Das sind ja Nahe. Ja, genau. Ach, die Dinger sind Mantis da? Ach, ich kann sie nicht sehen, ist zu dunkel. Okay, ich versuch's. Oh, ich weiß aber echt nicht, ob wir hier wieder hochkommen. Oh ja, da sind Mantis dabei gewesen. Oh, hinter uns, neben uns. Boah, alles voll, alles voll. Ja, aber schaffen wir easy. Aber die kann man sehen, die Mantis, ne? Die können wir, also die haben uns, alle haben uns in die Kommentare geschrieben, man kann die eigentlich zähmen, ja. Aber das, womit man die zähmt, das gibt es wohl auf Valguero nicht. Ah, okay, okay. Weil wir haben das heißt, ja sogar einen Sattel für keine die. Möglichkeit. Aber ja, was mir aufgefallen ist, die haben uns ja gar nicht jetzt angegriffen hier, ne? Ich glaube, die greifen keine Rex an. Ich glaube, wir können einfach durchgehen. Wollen wir probieren? Ja, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Oh, doch. Oh. Okay. Ich glaube, wenn man die berührt, sind sie doch. Ist ja, kein Problem. Ja, eben, das sollten wir nutzen. Eigentlich ist ja geil, dass wir so Level machen, sehe ich die. Alle auf einem Fleck. Krank. Junge. Krank einfach. Was wir Chitin. Ich habe gerade 2000 Chitin gefarmt, ne? 2000? Was? 2000 Chitin habe ich gerade gefarmt. Wieso hast du dies alles bekommen? Ich habe ja, auch 1600. Ich habe auch 1600 Chitin. Ich habe jetzt krass, 3600 Chitin. Krass, und wir hängen wieder ineinander. Halt todes viel. Ja, geil, Mann. Genau, was wir brauchen. Alter, weil Chitin ist immer das Einzige, was wir noch so wirklich super wenig immer hatten. Ja, das geht echt krass mit Chitin. Das sieht so brutal episch aus. Ne? Ja. Ich bin noch gar nicht drauf eingegangen, wie krank das hier gerade eigentlich aussieht. Es wird gerade wieder Tag, das heißt, es wird auch wieder heller. Also auch in der Höhle ist in Arkham. Es wird heller, wenn Tag ist. Und das hat man in der Musik gehört. Alter Junge! Es ist so krass. Ich meine, es wäre auch eine epische Folge 100 gewesen, aber wir sind halt einfach so reingegangen. Ja, stimmt. Man muss die Dinge nehmen, wie man kommt, wie sie kommen. Man muss auch nicht immer so verkopft sein. Finde ich auch gut. Einfach rein. Weil es ist so geil, wir haben es ja wirklich komplett zufällig gefunden einfach. Ja. Das war echt voll. Nice. Und jetzt wieder zurückzugehen wäre doch dumm. Also man weiß es nicht. Wenn wir jetzt sterben, werden wir sagen, oh Mann. Voreilig war, ja. Aber weißt du, selbst wenn wir sterben und alles verlieren, was wir hier haben, haben wir so viel Level gemacht mit dieser Reise. So viel. Das stimmt. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass hier Ende ist. Scheiße. Das ist nicht okay. Es ist wirklich eine Gelände. Hä? Ich weiß nicht, ob nicht rechts lang auch noch ein links lang eben am Anfang auch noch ein Weg gewesen wäre. Also da aber ist ein, auf jeden Fall geht's ja noch runter. Aber. Ja, aber da kommen wir ja niemals wieder raus. Nee. Und wir haben auch immer noch keine Eier gesehen, ne? Naja, die kommen wahrscheinlich echt erst später. Man braucht wahrscheinlich echt Grappling Hooks und sowas alles. Ja, scheiße. Ja, aber bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, ne? Also. Puh, sieht aus, als wäre das tatsächlich dann vielleicht auch noch eine Folge 100. Also. Weil, ja, hier können wir wirklich nicht mehr weiter. Also unter gar keinen Umständen. Hast du mal mit K rausgezoomt und geguckt, ja, wie tief es da runtergeht? Ja, versucht, aber ich sehe es nicht so richtig.
Ich kann sogar das unten, das Ende sehen. Ja, Lava. Ja, ich sehe das Lava, aber ich sehe nicht genau unter uns, sehe ich nicht. Aber geht's da wirklich weiter, oder? Ja, safe. Ja, da sind auf jeden Fall, da sind Wyvern wieder, okay. Ja. Safe geht's da irgendwo zu den Eiern. Ruhig bleiben. Fall bloß nicht runter, ne? Fall bloß nicht runter. Ich hab die auf neutral auch gepfiffen, ne? Weil wenn die kämpfen und die Lava runterspringen, sind sie weg. Das wäre nicht so gut, ja. Aber ich guck da hin, ich sehe da nichts. Ich find's sowieso mit dem Absteigen echt schon schwierig. Boah, pass auf, Alter. Alles unter Kontrolle. Longneck Rifle, weg. Pelzjacke, weg. Alles weg. Ja, scheiße. Was sollen wir machen? Müssen wir wieder zurück? Also, bleibt uns ja nichts anderes übrig, ne? Ja, aber immerhin haben wir jetzt ein bisschen gesehen, worauf wir uns hier einlassen. Ja, stimmt. Aber ist halt die Frage, Leute. Wir haben das ein oder andere Stückchen Chitin auch bekommen. Ja. Aber ich glaube auch, also lass uns die Augen offen halten beim Hochgehen, ob es irgendwo einen anderen Weg gibt. Aber ich glaube wirklich, das geht nur mit... Also hier kann man mit Flugdinos kannst du aber hier rein, oder? Ich hab den Skorpion in die Lava geschubst. Weiß ich nicht, ob das eine Höhle ist, wo man mit Flugdinos rein darf. Na, stimmt. Wenn ja, dann wäre geil. Dann bräuchte man allerdings starke Flugdinos, weil gegen so einen Wyvern da kämpfen... Ja. So schwach sind die jetzt auch nicht. Und die schienen auch schnell zu sein, ne? Also die, das wäre auf jeden Fall, wenn wir die bekommen, wären das unsere neuen Flugdinos, definitiv. Ja, zu 100%. Und wie episch sieht das aus mit so einem Drachen? Aber wo ist das Artefakt, Izzy? Ja, das ist ganz da hinten irgendwo. Oder kann man hier irgendwo noch weiter? Ja, da gab es, glaube ich, links noch so einen kleinen Weg, aber safe muss man da noch weiter. Weil... Die Frage ist nur, wie kommen wir hier jemals wieder raus? Das, finde ich, ist die wichtigste Frage. Kommen wir hier hoch? Oh, pass bloß auf die Lava auf. Naja. Hast du irgendwas, um was zu bauen? Ja. Bisschen Stein, bisschen Holz. Aber kein, doch ganz bisschen Stroh. Aber kommen wir hier nicht so hoch irgendwie? Ich kann ein Fundament bauen. Kannst du ein Fundament bauen oder soll ich? Ja, aber ich hoffe auch so hier hoch, hier. Okay. Aber es geht hier trotzdem nicht so wirklich weiter. Also, da ist dann auch Ende Gelände gleich wieder. Das ist dann Lava. Das ist der andere Weg. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gegangen sind. Das ist der Weg, den wir gegangen sind. Von gerade eben. Von gerade eben. Wir sind nur oben drüber. Den Weg, den wir eben gegangen sind, nur oben drüber? Das da, hier waren wir gerade da unten. Das ist so ein Halbkreis. Ja. Ah, ja, okay, ich verstehe. Also hier geht's auch nicht weiter. Nee. Aber kommen wir wieder zurück? Von hier weiter? Ja, versuchen's mal. Also muss ja, also. Sonst halt bauen wir mit Fundamenten, bauen wir uns sonst hoch. Irgendwie müssen wir hier hoch. Und dann holen wir uns ein Quetzal und bringen wir einen Quetzal, bringen wir dann beide her. Ja, stimmt. Boah, ich hänge hier voll drin. Komm ich da rechts hoch? Ne, hier muss man sich was bauen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Scheiße. Okay, dann müssen wir jetzt gut unsere Ressourcen teilen. Ja. Dass wir hier eine Rampe bauen. Ha, aber wieso kommt man fast hoch, ne? Ja, fast. Ja, aber nur fast, ja. Wir sind an den Strahlen dran. Also kannst du ein Fundament schon mal bauen, weil ich glaube, ein, zwei Fundamente reichen auf jeden Fall aus, dann haben wir das auch. Also ist halt die Frage, wir müssen jetzt echt sparsam damit sein, wo wir das Fundament hinmachen. Ich weiß nicht, kommt man hier außen hoch? Ich glaube, wenn du genau wo ich jetzt hier stehe, wenn du hier ein Fundament hinmachst, dann kommen wir schon fast hoch. Ich kann nur ein Steinfundament machen. Ich bugge so, ja, so halb. Nee, bist noch nicht, also bis auf dem drauf, was ich gebaut habe, aber nicht ganz oben. Also ich bin also jetzt wir oben. Können raus, ich ja. bin oben. Tschüssi. Ich auch. Ja, guck mal, wie sie gucken. Ey. Hey, warum nehmt ihr uns nicht mit? Ja, sorry. Wir müssen. Das war keine leichte Angelegenheit. Oh! Aha! Kolschi, kannst du das auch? Billige, komm her. Kolschi, Boy. Hast du das gemacht? Nice. Kolschi läuft einfach in die Lava rein, sag ich dir jetzt schon. So muss das sein. Ich glaube, die ersten paar Meter musst du selber laufen. Oh Gott, Keuchi läuft wirklich nicht. Nein, mach nicht mehr folgen. Oh Gott. Alter, Keuchi.
So war das nicht gemein. Wo wollte Keuschi bitte hin? Ich glaube, Keuschi wollte einfach nur drehen. Hat einen Wendekreis gesucht. Echt, das einzige Problem an den Drecks ist der Wendekreis. Die können nicht. Aber ich finde, es geht binden. Sogar noch. Ja, es geht noch, aber es ist echt so, was? Dafür, dass sie sonst so OP sind, finde ich das gerechtfertigt. Ah, jetzt kommt er! Genau, du musst jetzt ganz links. Ja. Ah! Ja, das. Ja. Bist du da oben drauf? Nee, ne? Also halb, ne? So, komm schon! Komm hoch, Frau Keuschi, Herr Keuschi. Muss noch weiterlaufen, muss noch weiter weglaufen. Ja, los. Und? Ne, der hängt da noch fest. Er versucht's, ne, aber er schafft's. Ah, jetzt! Ah! Jawoll! Nice! Bist sogar ganz easy mit dem hochgelaufen, nice. Oh Gott, das war eine Rettungsaktion hier, aber wir haben's geschafft, Mann. Geil. War das erste Mal in der heftigsten Höhle gefühlt, die es in Arge überhaupt gibt. Keine Ahnung, also habe ich zumindest das Gefühl. Ja, die sah krank aus. Wir wissen halt nicht, wo es weitergeht, ne? Ja, auf jeden Fall da, sag ich. Aber dann muss man da runterspringen und wie kommt man irgendwann wieder hoch? Ja, oder fliegen oder so. Oder mit den Haken. Ich guck mal kurz hier. Also ich habe nochmal kurz geguckt, Leute. Und hier drin, oh, Hallöchen, hier sollen auch manchmal Eier sein. In solchen Dingern, aber ist irgendwie halt gerade hier noch nicht. Also, und die anderen sind zu hoch. Wir müssen hier wohl echt mit Flugdinos nochmal hinkommen. Aber mit Flugdinos sind halt die Wivern halt viel, viel härter. Das ist halt jetzt easy gewesen so mit den unseren Rexen. Aber eine ganz andere Nummer. Mit, wenn man nur so leichte Flugdinos hat. Aber wir müssen eh Tante Therese wieder abholen, ne? Also einmal, erstmal den ganzen Weg hier einmal zurück. Da rechts ist ein Nest, ist sie da, ist ein Nest. Ich sehe jetzt eins. Oh, jo, siehst du das? Das ist ein Nest. Wow, aber das wird halt beschützt von denen und wir kommen da halt nicht hin einfach. Wir bräuchten halt so einen Enterhaken, um so hochzukommen. Also das heißt, hier sind überall die Eier. Ja. Die sind einfach nur verteilt in dieser Schlucht. Ja. Und unten ist vielleicht auch noch eins. Auf jeden Fall ist Artefakt auch noch unten. Theoretisch könnte man mit dem Deinonychus da ohne Probleme hin, aber der würde halt ja auch sterben, ne? Gegen die Wyvern. Ja. Wyvern. Hier oben ist auch wieder kein Nest, hier oben, ne? Ne, da ist auch keins. Aber wäre da drüben. Geil, wenn er mal einen spawnen würde. Ach man, schade. Aber ist auch nicht super hoch. Nee. Wir können da ohne Probleme hin, ne? Ja, wie? Ja, indem wir eine Plattform bauen und eine Leiter. Oh, du hast recht. Ich denke immer so wenig Minecraft, aber du hast recht. Wir können schon da hin. Einfach hochbauen. Hm. Kriegt man hier nur Kohle oder auch normales Holz? Auch ein bisschen normales Holz. Da ist noch ein Nest links, siehst du das? Wo links? Hier bei uns? Ja, da auf der anderen Seite. Also, die sind beide nebeneinander. Links. Ach, da hinten. Ja, stimmt. Wie kommen wir auf die andere Seite? Nur wieder zurück, ne? Ja. Einfach über die Brücke, aber ich weiß nicht... kriegen wir Holz? Wir haben hier ja gar kein Holz. Ja, doch, oder? Wir kriegen Holz von den Bäumen. Wenn du die normal abbaust, kriegst du richtig viel Holz. Nee, normal abbauen, stopp. Normal mit Kollege Axt. Bist du sicher? Ja, ich darf nur nicht hier reinfallen. Achtung, stopp, der folgt dir. Der dreht hier gerade deinen Keuschi. Keuschi, stopp. Ja, ich krieg Holz, ich krieg jede Menge Holz. Und Stein krieg ich ja auch, und das ist alles, was wir brauchen. Ja, ich krieg alles, was ich brauche hier. Okay, dann gehe ich schon mal rüber. Ich hab Steine. Oh Gott, Leute, kriegen wir jetzt echt ein Ei? Das wäre der Wahnsinn, Mann. Das ist ein Stroh, krieg ich auch alles, was wir brauchen. Ich könnte mich sogar einfach hier rüber bauen, aber das ist ja ein bisschen Verschwendung, wenn wir auch einfach. Aber dann lass bitte das auch dann High-Level sein, oder? Jo, kann halt sein, dass es Low-Level auch gibt, ne? Einfach so 150, bumm. Jo, wenn ich einfach mit meiner normalen Axt auf diese Metalldinger hier gehe, gibt es auch richtig viel Metall übrigens. Oder gerade eben zumindest. Wie, ich dachte, das ist kein Metall. Achso, Metalldinger gibt es auch, stimmt. Ja. Es gibt beides ja. Oh, schnell. Alter, wie krass sehen eigentlich manchmal diese Tausendfüßler aus. Was hat der hier für einen Perlglanzeffekt, für ein Flipflop-Design? Dum-dum. Ja, die waren bei West Coast Customs und haben da mal ein bisschen gegönnt, haben die sich gegönnt. Hallo, DNR! Hallo, auf der Gegenfahrbahn! Wie geht's Ihnen? Alles bestens. Ich bin auf dem Weg, um meine Wirrenei zu holen. Wirrenei. Es ist Ostern, Eiersuche. Oh, Alter, was für eine Wendung war das hier? Zack, rein!
überhaupt was für eine Wendung, muss man sagen, bei der ganzen, in der ganzen Folge hier, was wir in den ganzen letzten Folgen, was wir jetzt geschafft haben. Einfach mit dem Rex losgezogen. Ich sehe das Ei. Die ganze Map erkundet. Wir haben jetzt nur noch unten links und oben links ein bisschen und vor allem unten links noch viel. Oben links sind ein bisschen wie oben. Hey, kommst du hier von alleine hoch? Ja, klar. Dann kommen, wir ja schon, dann kommen wir ja schon echt hoch hier ran, ist ja krass. Achtung, wir werden attackiert. Ah, jo, da ist einer sauer, dass wir ans Nest wollen. Da müssen wir uns drum kümmern. Ist nur irgendwie keine gute Lage hier irgendwie. Oh, ich sehe so wenig. Volle Kanne rauf da. Der macht sogar richtig Schaden bei mir. Ja, ja. Der ist 155, ist sie. Ach du Scheiße. Dann hat der wahrscheinlich auch hochlevelige Kinder. Aber der ist gleich tot. Wie wir beide einfach essen, ohne dass er da ist. Dem Mann keinen Schaden. Komm schon. Los. Yep. Der hat mir echt fast Hälfte Leben abgezogen schon. Oh nee, mir nicht ansatzweise. Aber es gab gut was. Also nur den oberen Strich. Ist noch einer irgendwo hier? Ich sehe keinen nämlich. Was meinst du? Ob noch einer irgendwo hier ist? Ein Drache gerade, der uns attackieren könnte? Nee. Weil dann, also ich sehe keinen. Dann beschütz uns mal ein bisschen. Ich kann gerade versuchen, was zu bauen hier. Bei mir klingelt es gerade, warte. Weil Izzy, mein Plan wäre, wenn ich eh hier schon stehe, dann muss ich nicht so viel hochbauen, sondern ich kann versuchen, irgendwas direkt hier zu bauen, verstehst du? Ja, du kannst eine Plattform eigentlich in den Berg reinbauen. Ja. Also eine ein Fundament. Ne? Ich mache einfach Fundament jetzt hier. Und dann sollte das eigentlich, könnte ich das dann direkt hier so hinbauen, ne? Mal gucken. Das wäre halt mega nice, wenn das gehen würde. Bleib mal ruhig stehen hier! Achso, ich muss einmal absteigen. Ich dachte, ich bin schon abgestiegen. So. Einfach irgendwo hier hin, aber es kann nicht, kein Boden oder Einrastpunkt, sagt er halt, ne? Ich kann es hier oben höchstens hinbauen. Und dann versuchen runterzubauen hier, oder? So. Und dann was runterzubauen von da. Siehst du, so? Und da noch mehr ran. Wenn das geht. Ich bin ja die ganze Zeit selber am Farmen, hab's gerade nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es geht. Jetzt hier wieder ein ran. An eine Leiter dran. Oh, Leiter wäre auch ein guter Punkt. Ja, da muss eine Leiter dran. Ah, ich kann leider keine. Was hast du denn da noch für eine Schräge drin, Alter? Was machst du da? Ja. Man kann nichts dran setzen, ne? Man kann immer nur einsetzen. Du hättest einfach ein, so ein Leiterding und dann, also mit dem Loch in der Mitte und da dann eine Leiter unten dran. Das geht easy. Okay. Kannst du die noch wieder wegnehmen? Was soll ich wegnehmen? Die, ja. Ja, alles eigentlich. Mal zu spät. Ich komme nicht ran. Also nicht zu spät, okay. Aber ich komme einfach nicht ran. Ich glaube, ich würde nochmal neu bauen daneben. Und dann eine Leiter? Mit diesem Loch, also dieses Dach mit einem Loch drin. Ist das erst ein Fundament gewesen? Ja, ne? Ja. So. Aber eigentlich kannst du eine Leiter doch... Oh Gott, da kommst du so hoch? Wenn ich jetzt eine Leiter dran mache? Wie mache ich denn die Leiter? Eigentlich snappt die da direkt dran von außen. Muss ich halt Leiter machen in der Herstellung, ne? Leiter. Für Leiter brauchst du eine Leiter. Eine mobile Strickleiter. Kann man vielleicht auch machen. Damit kenne ich mich nicht so aus. Aber mit einer Leiter geht's auf jeden Fall. Eine einfache Strickleiter. Die Strickleiter kann man, glaube ich, nur von oben setzen. Ich glaube, das war irgendwie zum Runterklettern. Ja. Aber kein Safe Call. Mach einfach eine normale Leiter dran. Wieso craftest du keine normale Leiter? Eine ganz normale Leiter aus Holz? Ja. Okay. Ich dachte, da muss man nur einen machen, dann geht die bis nach unten, weißt du? Ja, aber ich glaube, das geht nur von oben. Und die Normalleiter kann man eigentlich auch von unten setzen. Okay, das ist natürlich jetzt nice. Oh ja, so! Ja, genau. Und da machst du jetzt noch zwei oder so unten dran oder eine, je nachdem. Und jetzt kannst du einfach hoch. Oh ja, mal gucken und? Hochklettern? Izzy! Ja. Ich bin oben! Ja, welches Level ist das Ei? Level 15. Oh. Aber es ist ein Ei. Es ist ein Ei. Ich habe es jetzt mitgenommen. Ich bin überladen. Dickes Ei. Ich bin überladen. Das wiegt 50! Scheiße. Ach du Scheiße. Das wiegt einfach 50. Ach du Scheiße. Was werfe ich denn jetzt weg hier, damit ich nicht mehr überladen bin? Ah, schmeiß weg das Ei. Nee, erstmal nehmen wir so ein bisschen was noch mit. Ein bisschen Holz werfe ich auch nochmal weg. So. Okay. Runterklettern. Hallo, wie gut das funktioniert hat.
Ich kann es leider nicht mehr mitnehmen. Aber das war ja echt chillig. Okay, aber hier vorne war ja noch eins, ne? Ach, du bist du schon bei Billy Girl. Bin schon auf dem Weg. Haben wir ein Ei, haben wir. Also mal gucken, Leute, ob noch ein Ei kommt. Oh, Nissi, hier geht die Höhle auch noch weiter. Was? Ah, stimmt. Vielleicht geht es da auch noch weiter, aber das sehen wir alles in der nächsten Folge. Aber krass, wir haben es einfach schon jetzt geschafft, ein Ei zu holen. Mal gucken, ob wir noch ein zweites schaffen. Oh, Nissi, jetzt schon ganz knapp jetzt davor. Spannend. In der nächsten Folge wissen wir, welches Level das zweite Ei hat. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr auf dem Kanal vom IZZI. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.